Politik im Fokus. Heute zu den Ständeratswahlen vom 10. März. Er ist selbstständiger Generalagent, Arbeitgeber von rund 40 Mitarbeitenden, Vater von zwei Kindern, wohnt im Rindtal und heute ist er bei uns, der Alex Pfister. Guten Abend, Herr Pfister. Guten Abend, Herr Dieter. Pfiste. Herr Pfister, Sie sind parteilos. Sie kandidieren für den Ständerat für die Nachfolge von der frisch gewählten Bundesrätin Karin Keller-Sutte. Wieso das? Ich war schon immer politisch äh, interessiert. mir hat schon immer interessiert, was auf der Welt läuft, was bei uns in der Schweiz läuft, was sind die Themen, die unsere Bevölkerung beschäftigen. Und äh, der Zeitpunkt ist jetzt der richtige. Ich bringe Erfahrung aus der Wirtschaft mit und will die Verantwortung übernehmen. Ich bin inspiriert äh, von diesen politischen Bewegungen, die jetzt neu aufkommen, wie zum Beispiel Operation Libero. Da bin ich beeindruckt, mit welchem Engagement dass die jungen Leute ihre Zukunft selber mitgestalten müssen. Und äh, jetzt kann man lesen von den äh, Kantonsschülern lesen, die sich für ihr Klima sich einsetzen und gehen streiken. Ich, das freut mich, wenn ich sage, weil die Jungen mit das Heft in die Hand nehmen Denken Sie wirklich, die gehen streiken wegen der Sache oder schwimmen sie einfach Schulfrei? Klar, vielleicht hat vielleicht der eine oder der andere. Ich will jetzt niemandem um zunächst treten, der mitschwimmt, aber ich glaube, die ganz grosse Mehrheit geht. Äh, wechselt Klimapolitik auf die Straße und will mitgestalten. Ihre Kandidatur haben Sie, glaube im letzten Augenblick noch eingereicht. Wieso haben Sie so lange gewartet? Ja, es kann mal sein, dass es zu früh ist oder mal zu spät. Es gibt eine Frist, die ist angesetzt, die hat die Frist eingehalten und die hat da als richtigen Zeitpunkt erachtet. Sie sind parteilos, jetzt weiß man ja, die meisten äh, Ständeräte sind in Partei. Sehten Sie da nicht ein Hindernis? Also, nicht einer Partei angehören? Nein, im Gegenteil. Ich denke, ich kann Sachpolitik machen und muss nicht irgendwo einem Parteiprogramm entsprechen. Und so kann ich mir die Meinung selber bilden und den bestmöglich herausnehmen und lösungsorientiert mitgestalten. Alex, Pfister, Hand aufs Herz. Von 46 Ständeräten ist ein einziger äh, Partei Haben Sie wirklich das Gefühl, Sie schaffen den Sprung in Ständerat? Ja, ich habe wirklich das Gefühl, dass ich einen Sprung in Ständerat zu schaffen. Und ich muss Ihnen sagen, wenn man die Entwicklung anschaut, von den Parteilosen in der Schweiz, in der Exekutiven, seit den 80er Jahren hat das stetig zugenommen, tut es auch im Parlament immer gut, wenn Parteilose nachkommen und auch ein bisschen mehr Verantwortung können übernehmen können im Parlament. Sie sind knapp 40. Äh, wenn man jetzt also das Durchschnittsalter im Ständerat ist da, glaube ich, 59-Jährige. Da würden Sie auch ein bisschen zu den Jüngsten gehören. Sind Sie noch nicht fast zu jung für einen Ständerat? Also mit 40 ging ich davon aus, dass ich nicht zu jung bin. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich gute Lösungsansätze von jungen Leuten aufnehmen konnte. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich von, äh, von älteren, erfahrenen Leuten auch gute Ansätze übernehmen konnte. Und wenn man das zusammen mischt und paart, dann sieht das nachher, nachher eine gute, nach guten Lösungsansätzen aus. Jetzt für den Freikwartner. Sitz von der KNK im Ständerat gibt es sieben Kandidaten. Wie groß rechnen Sie da Ihre Chancen aus? Weil eben sind zum einen derjenige, die, die parteilos sind wie Sie, zum anderen der aus grossen Parteien. Hat man da sozusagen als Außenstehende, politisch, darf man vielleicht sagen, noch nicht wahnsinnig erfahren, eine Chance zum Reinkommen? Ja. Da bin ich bin davon überzeugt, dass man eine Chance hat, um zu Wenn man jetzt schaut, wie, äh, wie sich die Politik in den letzten Jahren entwickelt hat, geprägt durch äh, die Parteien, äh, denke ich, dass die Wähler und Wählerinnen davon überzeugt sind, dass auch Parteilose könnt gut Impuls setzen können im Parlament. Wenn ich sie jetzt wähle, was wähle ich hier? Wo stehen sie politisch? Da ist ja immer noch ein bisschen die Schwierigkeit bei den parteilose dass ich weiß, für wen sie einstehen. Das ist so ein Denkmuster, das jetzt in den letzten Jahrzehnten ja vorgekehrt hat, dass man sich einordnen nennt, entweder ist man rechts oder man ist links. Ich würde mich als Brückenbauer in der Mitte äh, sehen. Das heisst, ich nehme gerne äh, Ideen auf von der rechten Seite, Ideen von der linken Seite. Und daraus muss es uns gelingen, um die besten Lösungsansätze für die Bevölkerung zu kreieren welche sind Ihre Schwerpunktthemen? Sprich, zu welchem Thema wollen Sie die Brücke bauen? Ja, Ich denke, die Altersvorsorge, die gemäß dem Sorgenbarometer das Thema Nummer eins ist in der Schweizer Bevölkerung, äh, wird ganz, äh, eine ganz wichtige Aufgabe sein für mich im Parlament Da bringe ich mehr als 20 Jahre Berufserfahrung mit. Äh, und da werde ich versuchen, die nötigen Impuls zu setzen, dass wir wieder einen Schritt weiterkommen, weil jetzt stagniert das ganze Thema. Und äh, wenn man es jetzt würde, in die Sozialpolitik äh, äh, noch überführen. Da muss ich sagen, es muss uns gelingen, dass wir für alle, für die ganze Bevölkerung, gute Lösungen können kreieren können, weil sonst geht die Share immer weiter auf und dann können wir Unruhe über im Land hinein, wie es um uns herum nicht geschieht. Sie sind Unternehmen, Sie haben 40 Angestellte. Jetzt stellen Sie auch für die ein, wenn Sie in den Ständer wären. Sprich, wo drückt aus Ihrer Sicht der Unternehmer den Schuh am meisten, wo muss man da den Hebel ansetzen? Ich denke, in der Bürokratie äh, drückt der Schuh am meisten bei den Unternehmern. Äh, wichtig ist auch, dass wir äh, gute Rahmenbedingungen können schaffen können, damit sich die Unternehmungen auch können entwickeln können. Äh, da mache ich die Erfahrung, dass es äh, bei, teils bei Behörden einfach zu langsam geht, äh, bis man äh, Entscheid herbeiführt. Und da, da könnten die Behörde in dem Sinne auch ein bisschen etwas übernehmen von der, von, der, von der Wirtschaft, weil dort müssen Entscheid schnell gefällt werden und die nachhaltig sein. Politisch sind Sie ein Quereinsteiger oder vielleicht kann man bald sagen, ein Starte. Äh, Wie machen Sie das im Wahlkampf? Wie machen Sie Ihren Namen im Kanton bekannt, dass man Ihren Namen dann am 10. März in Turner leiht? Also, da gibt es ja die klassischen. Ähm, Möglichkeiten wie ein Wahlplakat äh, ähm, aufzustellen, den Social Media ist ein neuer Ansatz. Ich bin gespannt, wie da mit den Social Media als Klapper kommt. Dort werde ich sicherlich sehr stark äh, meine Akzente setzen. Denn wenn Sie hauptsächlich junge Wähler ansprechen oder welche Wähler sprechen Sie an mit Ihrer Politik? Äh, junge Wähler sicher auch, weil das ist für mich auch einer der Hauptgründe, wieso ich kandidiere. Ich möchte junge äh, Wähler animieren, dass aktiv mitgestalten in der äh, Schweizer Politik, weil wir haben die Möglichkeit in der Schweiz, um aktiv mitgestalten. Aber ich bin für alle Wähler da, äh, für die ganze Bevölkerung. Auch die Themen, die äh, die älteren Generationen beschäftigen, gilt es in Also unsere Altersvorsorge, Altersarmut, da müssen wir schon auch äh, den Finger darauf halt, dass wir sehen, dass wir uns hier auch entwickeln können. Kandidaten, die von grossen etablierten Parteien portiert werden, haben ja vielfach die Möglichkeit, sich ein vorzustellen. Da haben Sie als parteilose Kandidaten nicht. Äh, Was machen Sie, um Ihre Botschafter? ins Land und in den Kanton Sie sprechen hier einen ganz wichtigen Punkt. Ich finde es schade, dass man als Parteilose nicht die gleichen Möglichkeiten bekommt, um seine eigenen Standpunkte darzulegen. Wenn man auch beachtet, dass rund 7 der Bevölkerung in einer Partei aktiv Mitglied ist, sollten die anderen 93 bzw. die Parteilosen auch die gleichen Möglichkeiten bekommen. Ich werde Dort, wo ich mitmachen Podien mitmachen kann, äh, dort, wo ich mitmachen kann, in, in einer Talksendung. Und äh, versuche auch über viele Begegnungen, auf der Straße, von meiner äh, Person überzeugen Wenn man so einen Wahlkampf betreibt, ist das ja nicht ganz kostenlos. Wie sieht das bei Ihnen aus? Sie haben eben, wie schon mehrmals erwähnt nicht eine grosse Partei im Rücken, die eine Kampfkessel hat. Äh, konkret gefragt. Wie viel Geld investieren Sie in Ihren Wahlkampf? Ich bin so oder so für Transparenz und gebe Ihnen hier sehr gerne Auskunft. Äh, ich persönlich werde 20.000 Franken an finanziellen Mitteln in diesen Wahlkampf äh, Meine Zeit, die ich hier investiere, ist noch nicht eingerechnet. Ähm, Schöne Erfahrung. Eine schöne Erfahrung für mich war, dass ich gemerkt habe, dass ich hier gestützt werde, auch nicht nur finanziell, sondern auch mit Dienstleistungen, die mir äh, angeboten worden sind, äh, sprich äh, einen Aufbau von einer Webseite etc., etc. Und so werde ich äh, den Wahlkampf bestreiten. Sie haben es angesprochen, die Erfahrungen. Welche Erfahrungen haben Sie bis jetzt im Wahlkampf schon machen Welche Reaktionen haben Sie bekommen, nachdem es die Bevölkerung gewusst hat, dass Sie kandidieren? Ja, ich darf sagen, äh, überraschend. Viele positive Rückmeldungen, ähm, ich glaube die Kandidatur so gefällt äh, an sich, es ist schon mal etwas Neues, dass sich da ähm, ein, ein parteiloser Unternehmer äh, zur Verfügung äh, stellt Beziehungsweise ich auch sehr viel, ja da hast du jetzt aber da den Mut gefasst, um da mitzumachen, ich denke, das hat nicht viel mit Mut zu tun, sondern es geht darum, dass man die Verantwortung übernimmt. Und äh, wie gesagt, sehr viele positive Erfahrungen. Es hat vereinzelte. Das ist aber immer so, ich glaube, äh, den Breitdruck muss man haben in, in der Politik, wenn man in die Politik einsteigen will. Es hat vereinzelte Worte, die auch negativ sind, aber mit dem kann ich sehr gut umgehen. Da kommt man gerade ein Lesebrief in den Sinn, den ich letzte gelesen habe, äh, im Rindtaler, wo ein äh, Lesebriefschreiber gesagt hat, oder geschrieben hat, besser gesagt, er würde sich nicht einmal als Stimmenzähler wählen. Tut einem das weh? Nein, überhaupt nicht. Äh, muss ich muss Ihnen aber sagen, ich hatte ja den Leserbrief nicht ganz ernst genommen, weil äh, der Herr hat auch die Fakten ein bisschen durcheinander gebracht, er hat irgendwie mit oder geschrieben, ich sehe äh, von Altstädten auf Repstein zügelt. Ich habe noch nie in Repstein gewohnt, sondern ich bin dem von Altstädten auf Marbach zügelt. Wahrscheinlich hat er verpasst, dass die Fusion nicht zustande kam zwischen Marbach und Repstein und hat ihn auch ein bisschen verdreht. Und dann ist äh, der Umzug, gekommen, weil wir eine Familie äh, gegründet haben. Dann haben wir etwas Größeres gesucht und dann sind wir auf Wiednau umgezogen. Als Stimmerzähler würde ich mich aber meines Erachtens noch ein bisschen besser eignen, weil er hat beim Umzug von Altstädten auf Mabach oder Rebsten wäre es ja ein Umzug. Und vom Umzug von Rebsten und Mabach auf Weidnau wären es ja dann zwei Umzüge. Und er hat geschrieben, dass ich sei in der kürzesten Zeit dreimal umzogen. Also haben Sie das nicht gerne so ernst genommen. Ist Ihnen das auch bewusst, gewesen, dass es alle fälle Anfindungen könnte geben könnte, wenn man sich doch so präsentiert in der Öffentlichkeit? Ja, durchaus. Ja. Also mit dem habe ich gerechnet. Jetzt Alex Pfister, so ein politisch haben wir sich auch kennengelernt. Zwei, drei Fragen zum politischen, ich Ihnen nachher gerne stellen. Aber so zwischendurch einmal: Wer ist der Alex Pfister generell? Können Sie sich in wenig vorstellen? Äh, ich bin sehr ein aktiver Mensch. Äh ich muss aber sagen, an erster Stelle kommt meine Familie, meine Kinder und meine Frau. Äh, Dann bin ich gerne im Freundeskreis äh, unterwegs äh, verbringe gerne Zeit mit meinen Freunden im Austausch. Aktiv ich bin ich gerne äh, in der Natur, äh, gern sportlich unterwegs, als Ausgleich zu meinem Alltag äh, als Unternehmer. Alex Pfister, Sie sind in Altstädten aufgewachsen. Dort dominiert politisch momentan ein Thema. Äh, die ganze Debatte um Spital. Wie ist dort Ihre Haltung? Also ich bin ganz klar gegen die äh, von den zwei Regionalspitalen Altstädten und Wattwil. Äh, ich kann Ihnen auch sagen, wieso. Und zwar das Gruppkonzept überzeugt mich überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, der Entscheid ist bereits gefällt. Man verzögert den jetzt, weil ich kann mir nicht vorstellen, wieso, dass man so lange braucht, zum äh, einen Schritt weiter. In eine Entscheidung Mir tun die vielen Angestellten auch leid, die jetzt im Ungewissen sind, was passiert, wird die Alstadt geschlossen oder nicht. Dann werde da, hier äh, Entscheidung, gefällt, dass man ja, bei gewissen Spitälern tut man munter weiterbauen und bei anderen Spitälern tut man eine Denkpause äh, einlegen das ist für mich nicht ausgereift und äh, ich hoffe nicht, dass da voreilig Entscheidungen getroffen werden, die nicht im Sinne der Gesamtbevölkerung sind. Äh, insbesondere auch bei den Kosten, die dann nachher zu tragen sind, weil, wenn sich das Ganze verlagert auf Zentrumspitäler, dann werden bei uns die Krankenkassenprämien steigen und es werden auch die äh, Steuerbeiträge steigen, weil die Zentrumspitäler haben per se äh, etwa eine 4% höhere Base Rate, sagt man der, wo sind. und das kommt nicht gut für, für die Bevölkerung. Also ganz klar ein ganz klares Votum für 40 Spitäler in der Region. Ich werde jetzt von der regionalen kantonalen Politik nochmal ganz kurz auf Bern kommen. Ähm, ja, was für äh, ein Profil wenn Sie nachher im Ständerat vertreten? Wieso gehören Sie dort vielleicht jetzt zum Schluss von dieser Sendung? Noch? Wichtig ist mehr, dass wir in den wichtigen Themen wieder einen Schritt weiter kommen. Also wir kommen jetzt in der Gesundheitspolitik einen Schritt weiter, wir kommen in der Altersvorsorge einen Schritt weiter. Und Migration ist auch immer ein omnipräsentes Thema. Und da muss es uns gelingen, dass wir neue Lösungsansätze miteinander entwickeln können. Und ich werde dazu beitragen, dass die Parteipolitik in den Hintergrund geht und dass man Sachpolitik machen können für die ganze gesamte Schweizer Bevölkerung. Die Sachpolitik mit dem Alex Pfister. Mehr wissen wir dann nach dem 10. März. Herzlichen Dank, sind Sie bei uns gewesen. Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wie bereits erwähnt, am 10. März findet der erste Wahlgang von der Ständeratswahl statt. Sie haben die Auswahl. Neben dem Alex Pfister, der bei uns heute hier im Studio war, hat es sechs weitere Kandidaten. Ich habe Ihnen nurmals herzlich gönnt sie tun. Bestimmen Sie mit, wer der Kanton St. Gallen in Zukunft in Bern vertreten wird. Danke fürs Zuschauen, bleiben Sie politisch interessiert und bis zum nächsten Mal.